Es ist einfach nur so fucking widerlich. Ich hasse Spinnen. Ja, 100 pro bei der Größe. Ich habe nur zu meiner besseren Hälfte geschrieben. So, Schatz, gut, dass wir umziehen. Der Spinne trete ich das Haus ab. Widerlich. Und vor allem, wenn du siehst, wie diese Beinchen auch noch wirklich so abstehen und dann so, oh. Da haben selbst die Katzen Angst vor dem Vieh. Bah. Und du sitzt einfach nur die ganze Zeit auf dem Klo und denkst dir, beweg dich nicht, beweg dich nicht, beweg dich nicht. Und das Schlimmste ist, sie wird sich irgendwann bewegen und sie wird irgendwann nicht mehr auffindbar sein. Sie wird irgendwann einfach weg sein. Solange sie in ihrer Ecke sitzt, ist noch alles gut. Solange du nicht mehr weißt, wo sie ist, dann wird's gefährlich. Sie soll doch ruhig bis morgen sitzen bleiben. Dann ist es Herrchens Problem. Ich mach das Vieh da nicht weg. Staubsauger, die krabbeln ja raus. Das ist ja das Problem, die krabbelt da ja wieder raus. Die krabbelt da raus. Die wird natürlich sterben. Wie viele Spinnen ich schon aus dem Staubsauger hab rauskriechen sehen. Oh. Außer als wir so einen Wasserstaubsauger hatten. Da sind die Viecher direkt verendet. Darf ich nicht schreiben? Oje, kannst du mir ja privat schreiben. So, warte, ich mache einmal ganz kurz den VIP rein. Muss ich mir übrigens auch wieder aufschreiben. Weil wir haben ja feste VIPs und wir haben ja die wechselnden VIPs. Der Biest. So. Keine Sorge, bleibt Dauer-VIP. Ja, die Dauer-VIP-Plätze sind leider voll. Ich würde es ja gern erhöhen, aber ich habe da die Herausforderung dafür noch nicht erfüllt. Leider. Geht leider noch nicht. Muss ich noch warten. Das ist das Problem. Ich weiß gar nicht. Was muss ich dafür nochmal machen? Beziehungsweise nicht mal ich, sondern was muss dafür erfüllt sein? Was da? Hier. 15 Leute müssen gleichzeitig schreiben im Chat. 13 von 15 habe ich. Also, ja. Dann wird es erst erhöht mit den VIP-Plätzen. Irgendwann habe ich auch wieder mehr VIP-Plätze frei. Dann gibt es auch wieder Dauer-VIPs. Ja. Sollte jetzt drin sein, hoffe ich. Eine Liste ist es zumindest. Ja, na, das ist es. Sehr schön. So. Wow, sie liegt da wieder. Sehr schön. Gut. Sprich mit Anna. Ach ja, und da gibt's das Kleid dann für. Sehr gut. Udi. Super. Lese ich mir nach dem Stream durch. Ey, mein Schatz hat aber Stau. Zu 100% kommt keine mehr raus. Okay, bin ich mal gespannt. Wie gesagt, lese ich mir dann entweder in der nächsten Pause oder nach dem Stream durch. Aber ey, das Viech ist echt...
Ich könnte es auch einsprühen. Wir haben ja so ein Insektenzeug. Aber meistens, die Fetten überleben es trotzdem irgendwie. Das, ja. Ich meine, ich bin froh, es ist keine Hauswinkelspinne. Doch, vielleicht ist es das Baby von der Hauswinkelspinne. Einmal im Monat 5000 Punkte ist so locker. Kommt immer drauf an, wie viele das einlösen. Drei Plätze sind, meine ich, noch. Drei Plätze gibt's noch. Kommt halt immer drauf an, ob man, ob es sich ja überschneidet. Wenn zum Beispiel deins ausgelaufen ist und direkt zu der Sekunde jemand anderes und die anderen drei Plätze noch voll sind. Ich kam noch nicht so weit. Aber jetzt halt, ne? Es wäre halt schon möglich, dass man es überschneiden kann. Gab's hier aber noch nicht. Und so viel reißen sich da nicht drum. Ich könnte hier mal im Voraus buchen. Ja, es geht nicht. Im Voraus buchen machen wir nicht. Das wird dann eingelöst und dann... Hier wird nicht im Voraus gebucht. Das wäre ja zu einfach. Ah, keine Ahnung, trotzdem 10k bin ich oft hier. Ja, stimmt. Du bist ja auch häufig im Lurk. Im Lurk hast du ja trotzdem. Oder wenn du halt bei Raids mit teilnimmst. Hast du bestimmt auch schon mal deine Punkte mit abgestaubt für. Könnte mir jetzt vorstellen. Aber 10k ist schon nicht schlecht. Vor allem für die Zahl, wie du hier bist. Wir haben manche weniger. Glaube ich. Ich habe die Liste jetzt nicht im Kopf. Ja, ein Programm für die Punkte. Ja, gut. Ich suche ziellos nach Anna. Bin wahrscheinlich schon dreimal vorbeigelaufen. Ja, bin ich tatsächlich. Aber ich suche auch gleichzeitig die Blümchen. Zwei Stück brauche ich noch. Zwei lila Blümchen. Ja, Rainer, du schießt kein WoW, leider. Ja, ach, alles gut. Für WoW habe ich halt leider gerade kein Abo. Sonst würde ich wahrscheinlich auch WoW spielen. Allein wegen Kitty. Aber, ja, ist leider gerade nicht drin. Ja, wenn ich Geld habe, ja. Dann kann das gehen. Ich habe aber keins. Du bist kein Geld dafür. Ich habe keine 12,99. Gibt es sowas wie Rechnungen, die zu zahlen sind? Das geht leider nicht. Und mit zwei MMOs, die ich bereits zahle, ist es ein bisschen schwierig. Weil Final Fantasy ist Main Game und Lotro steht bei mir an zweiter Stelle. Weil da bin ich auf dem VIP-Server. Den muss ich leider zahlen. Daher. Ich will nicht mehr spielen. Wieso? Wieso soll man das bei nicht mehr spielen können? So, was brauche ich noch? Ernte Paprika. Ja, gut. Aber das, die vorherigen Sachen kann man doch spielen, oder nicht? Man kann ja nur nicht ins neue Addon rein. Oder? Selbst wenn Klätze gibt es ja auch noch. Ja, ich bin doch sowieso noch beim alten Kram. Ich bin doch noch nicht mal bei Shadowlands. Ich bin doch immer noch bei Burning Crusade. Also das Neue juckt mich gerade herzlich wenig. Obwohl ich es gerne hätte, aber kann ich mir leider nicht vorbestellen. Weil... Money. Dafür verdiene ich mit meiner Selbstständigkeit doch nicht genug. Weder mit meinem Shop noch mit meinem Streamkrams.
Wenn ich heirate, sieht das irgendwann anders aus. Dann habe ich mehr Geld zur Verfügung. Dann sieht das ein bisschen anders aus. Also lange leider noch nicht. Lange geht mehr als die Hälfte für Rechnung drauf. Wenn ich ja alles allein zahlen darf. Gut, Fotos auch. Aber... am teuersten ist halt sowieso die Krankenkasse mit 205 Euro. Also, yeah. Wegen Steuern, das ist Liebe. Nicht wegen Steuern, wegen Krankenkasse. Nicht wegen der Steuern. Da ich, wie gesagt, ich bin ja selbstständig. Und mit meiner Selbstständigkeit verdiene ich noch nicht so viel Geld, dass ich Steuern zahlen muss. Muss ich ja erst ab einem gewissen Betrag, den ich ja verdiene. Ich verdiene aber halt nicht so viel, dass ich Steuern zahlen muss. Bin beim Finanzamt gemeldet und so weiter, muss aber meine Steuererklärung machen, aber ich muss noch keine Steuern zahlen. Ja. Also deswegen ist es bei mir zumindest nicht. Bevor das weiß ich es nicht. Hallo Anna. Hallo. Bist du im Freibetrag? Ja. Ja. Deswegen. Also das ist halt das geringste Problem. Aber halt die Krankenkasse, die mit 200 reinballert. Das ist ein bisschen kritisch. Und die würde dann halt wegfallen. Gut, ich liebe meine Krankenkasse, weil die ist tatsächlich echt gut, aber... ja, das liebe Geld, was dann dahin geht, ist... ja, es tut weh. Es tut tatsächlich weh. 205 Euro monatlich dahin blechen. Gut, von GEZ wollen wir gar nicht reden. Das war ja auch für uns die GEZ. Kriege ich das jedes Mal das Kotzen alle 3 Monate. Aber gut. Man muss es ja zahlen. Das sagst du jetzt, du liebst deinen Vater. Ja, den liebe ich auch. Nein, Quatsch. Den liebe ich wirklich. Sonst wären wir ja nicht fast 8 Jahre zusammen und jetzt seit 1,5 Jahren verlobt. Natürlich liebe ich den, aber... meine Krankenkasse ist echt gut. Meine Krankenkasse ist wirklich gut. Und meine Beraterin tatsächlich auch. Die habe ich seit ich... 18 bin. Ja, seit ich 18 bin. Könnt mich doch nicht beklagen. Von den ganzen Sachen, wo man ja ne, seine Unterlagen und alles hinbringen muss und sowas, ist die Krankenkasse bisher das Einfachste gewesen. Neben der Sparkasse, seit ich Online-Banking habe, aber ohne Probleme, ohne Murks, alles super. Die meisten haben dann ja irgendeinen anderen Scheiß damit noch zu tun. Ich krieg noch nicht mehr Werbung. Die lassen mich sogar mit Werbung in Ruhe. Also, ja. Man muss Prio setzen, ich merke schon. Ja. Man muss seine Prioritäten klar festlegen. Ah, schön. Und dann, ein Tag, 10 Stunden. Yay. Ist aber auch schon eine Menge. Hey, Wortzi. Bleibt da ja liegen. Hallo Aidaria, lass mich raten, du gehst auf ein großes Abenteuer. Oh, planst du etwa ein Festmahl? Eines mit Schokolade? Ich möchte, dass du dich an etwas erinnerst. Sehr gut, aber du musst schon ein bisschen genauer werden. Deine Schwester hat versucht, etwas zu beschützen. Es hatte mit der Eishöhle zu tun. Merlin hat Elsa geholfen, all diese seltsamen Wappen im Dorf zu verstecken. Ja, ich erinnere mich jetzt. Sie bat Merlin um Hilfe. Sie gab mir so ein komisches Zauberding. Elsa wollte, dass ich es an einem Ort verstecke, an dem es nur jemand finden kann, dem wir wirklich vertrauen. Also habe ich es in meinem Haus versteckt. Großartig, lass es uns holen. Ja, das werden wir auf jeden Fall tun. Es ist nur, es gibt ein kleines Problem. Ich erinnere mich, dass es in meinem Haus ist, aber ich weiß nicht mehr wo. Die Wappen machen Musik. Ich weiß nicht, ob wir so einen Commander... Ob Stream Elements einen Command hat. ich,
Ich glaube, so ein Command haben wir nicht. Bin mir aber unsicher. ich glaube, das hatte ich gerade. Aber noch seltsamer ist, dass ich sie nur einmal zu jeder vollen Stunde hörte. Okay. Account Age. 3 Jahre, 1 Monat, 14 Tage, 11 Stunden. Ich weiß gar nicht, wie lange es meinen Account gibt. Ich glaube auch so seit 3, 4 Jahren. Und seit 1,5 Jahren mache ich Streams. Na, fast 2. Fast 2 Jahren. Die Hälfte habe ich hier schon rum. Aber noch seltsam ist, dass ich, achso, nur einmal. Du hast gesagt, dass du jemand, dem du vertraust, in der Lage sein würdest zu finden. Oh, seit 6 Jahren sogar. Okay, das wusstest du noch nicht mal. Danke, Ryder! Das wusste ich doch nicht mehr, dass es schon seit 6 Jahren. Oh Gott. So lange habe ich doch einen Account schon. Gut, dann sind es halt 6 Jahre. Genau, unsere Freunde sind wie Familie für uns. Also muss ich etwas ausgewählt haben, von dem ein Freund weiß, dass es schon lange im Besitz unserer Familie ist. Kalt wie Eis. Ich habe ihn wegen WoW-Addons. Ja, gut. Ja, ich weiß gar nicht. Ich habe meinen dann halt irgendwann. Ich weiß halt echt nicht warum. Ich hatte eigentlich immer so Streams geguckt und irgendwann habe ich mich dann angemeldet. WB Iron. Also ich habe das, wonach du suchst, in etwas versteckt, das sich schon lange im Besitz meiner Familie befindet, das im Esszimmer steht und das zu jeder vollen Stunde seltsame Musik macht. Ich hoffe, das hilft. Weiß ich nicht. Ach, das habe ich jetzt schon. Ernte Paprika. So, ich muss jetzt erstmal gucken. Wegen der Geschenke. Ich hoffe, es geht dir jetzt ein bisschen besser. Sammlungen. Charaktere. Zwiebelbällchen. Käsekuchen. Zwiebelbällchen und Käsekuchen. Oh, armer Iron. Zwiebelbällchen. Zwiebelbällchen. Komische Zwiebelbällchen. Ich werde gleich mal duschen. Mach das. Ich kann bei mir nicht mehr duschen, Iron. Meine Dusche wurde erobert. Oh Gott. Oh yeah, yeah. Ja, in meiner Dusche sitzt eine Spinne, Iron. In meiner Dusche sitzt eine dicke, fette, haarige Spinne. Und mit haarig meine ich auch haarig. Da kriegen mich keine 10 Pferde mehr rein, in die Dusche. Zumindest nicht so lang wie meine bessere Hälfte, dass sich geklärt hat. Oder sie verschwunden ist, aber selbst wenn sie verschwunden ist, habe ich immer noch Angst. So, Käsekuchen könnte ich mir vorstellen. Butter. Weizen. Käse. Ach, okay. Ein großes Doppelbett. Nett. Jetzt will ich mal gucken, so wie viele Zutaten ich dafür brauche. Ne. Käsekuchen, 4 Zutaten. Für Zutaten bin ich schon bei dem Gedanken, das würde ich jetzt schnell machen. Wie es hier von der Schaft geht. Ja,
Ihr habt nur leider gerade keine Zeit dafür. Ich versuch's einfach mal. Zuckerrohr. Nein, das ist Biskuitgebäck. Okay, es war auf jeden Fall irgendwas Rotes mit drauf. Huch. Sieht jetzt als Problem aus. Wie krieg ich Käsekuchen her? Hin. Das ist roter Obstkuchen. Wie funktioniert Käsekuchen? Gucke jetzt einfach mal nach. Ich will sie eigentlich selbst herausfinden, aber egal. Ich habe jetzt keine Lust, hier alles nachzusuchen. Ohne Butter. Okay. Weizen. Beliebiges Obst. Käse. Also bis auf die Butter hatte ich eigentlich schon immer die richtigen Zutaten. Aber Iron, hast du den Fotomodus schon gesehen? Ich habe mich da vorhin mal ein bisschen dran ausgetobt. Es sind ganz gruselige Dinge entstanden. Es sind ganz komische Dinge entstanden. Ich sag nur. Ganz komische Dinge. Ob ich zum Zahnarzt muss, vielleicht? Alex Mesh. Also eventuell muss ich zum Zahnarzt. Also manches, ey. Je nachdem, wie die Pose ist. Das hier ist halt allgemein so... Okay. Und zack, hat sie einen Schlaganfall. Aber wirklich, ey. Aber wirklich. Das gehört doch verboten. Ich brauche Wasser im Gesicht. Bis gleich. Bis gleich. Setz für Möbel. Muss ganz unten sein. Jesus. Sehr schön. Also, ich muss einmal was verkaufen gehen. Ich habe keinen Inventarplatz mehr. Hallöchen.
So. Hier ist gerade keiner, ne? Ne, die sind beide da unten. Ach da. Okay. Ich das letzte Wappen platzieren. Ja, schön. Machen wir. Jetzt erinnere ich mich an alles. Ich wollte etwas in Sicherheit bringen. Etwas, das vom Vergessen bedroht war. Anna half mir, die Wappen zu verstecken, aber dann wurde mir klar, dass jeder darüber stolpern könnte. Deshalb bin ich zu Merlin gegangen. Er hat dafür gesorgt, dass sie nur dann wieder auftauchen, wenn jemand, der Dreamlight-Magie einsetzt, in der Nähe ist. Und da wir die Wappen wieder an ihren rechtmäßigen Platz gestellt haben, müssen wir die richtigen Gegenstände auf diese leuchtenden Socke stellen. Das Vergessen war so beunruhigend, dass ich sicher gehen wollte, dass sich alles, was mir lieb und teuer ist, in Sicherheit befindet. Das ist gut. Merlin hat magische Verbindungen sowohl zum Dreamlight Valley als auch zu Arendelle geschaffen. Ich habe ihm bei der Auswahl der zu verwendenden Gegenstände geholfen. Wir brauchen eingelegte Heringe nach Arendelle-Art, das Essen, das ich ins Dorf gebracht habe, sowie eine weiße Passionslilie, um Eis und Schnee darzustellen. Außerdem eine Karotte, da sie für einige meiner lieben Freunde etwas ganz Besonderes sind. Ein Goldbarren. Mhm. Ja, verabschiede dich für heute, sagte Tabby aus dem Studio und bedanke dich ganz herzlich. Ja, danke schön, Anni. Ich hoffe, das Essen hat geschmeckt. Schön, dass ich dich wieder gelesen habe und bis zum nächsten Mal. Ja, meine bessere Hälfte hat mir auch so geschrieben. Treibt er sich da gerade rum? Das ist mal also keine Schuhsohle. Das ist gut. Ich bin doch nur dezent neidisch. Bin nur dezent neidisch auf dein Essen. Nun, ich habe mich hingewagt, wo noch niemand war. Ich schicke dir das Rezept. Oh ja, unbedingt. Unbedingt. Eine sehr, sehr gute Idee. Ich koche so gern Dinge nach. I need it. So, Goldbarren brauchen wir. Rote Passionslilie. Die habe ich gerade weggeschmissen, glaube ich. Karotte. Goldbarren. Nee, das ist Goldklumpen. Ich brauche hier Goldbarren. Goldbarren. Da braucht jemand noch Sand. Ist auch überhaupt nicht schwierig mit dem ganzen Kram hier. So. Oh meine, ich brauche es ja. Ich muss es ja im Inventar haben. Weiße Passionslilie. Bist du das? Nee, ich weiß, das ganze Blümchen bist du, okay.
Glockenblume. Passionslilie. Und jetzt nur noch den Hering. So. Wunderbar. Damit habe ich alles. So, wenn ich bedenke, dass ich eigentlich Scar holen wollte. Hier müsste wahrscheinlich der Goldbarren hin, ja. Die Karotte. Passionslilie. Der eingelegte Hering. Warum passiert nichts? Oh, weil ich das Dreamlight-Magie verwenden muss. Ja. So, das Eis und die Truhe ist weg. Mal sehen, was ich versteckt habe. Das Kleid. Hallo, mein Freund. Ein Kleid? Lass mich mal sehen. Oh. Jetzt erinnere ich mich. In das Futter ist eine Schneeflocke eingenäht. Es war die erste Schneeflocke, die je im Tal fiel, weil ich Schnee hierher hierhin gebracht habe. Aber es war deine Idee, denn du wolltest, dass ich mich hier zu Hause fühle. Wir haben es sicherlich weit gebracht, Aldaria. Ich erinnere mich jetzt an alles. Abenteuer, Geschichten, die Freundschaften, die ich mit eingeteilt habe. Bevor ich hierher kam, waren die eisigen Höhlen nur felsige Klippen. Ich habe meine Magie eingesetzt, um sie zu verwandeln. Ich war so glücklich, dass ich zu diesem wunderbaren Ort beitragen konnte. Danke, du bist eine wunderbare Freundin. Deshalb möchte ich, dass du das hier als Zeichen meiner Wertschätzung behältst. Ja, Kleid. Kleid, Kleid, Kleid. Es ist blau. Es ist blau. Da ist es. Oh mein Gott. Das Schlimmste ist einfach nur, dass ich immer noch keine blauen Schuhe habe. Ich habe immer noch keine blauen, hohen Schuhe. Das ist ganz furchtbar. Sammlung. So, damit ist jetzt auch fertig. Ihre Aufgabe. Und ich werde jetzt erstmal Ariel und so das ganze Zeug geben. Und dann kümmern wir uns mal um den Riesenschädel. Und um Scar. Denn ich möchte Scar heute gerne noch sehen. So, wo sind die beiden Ladies? Auf der Wiese. Sind sie gleich eh nicht mehr. Du bist hier. Endlich. Käsekuchen. So. Auf Wiedersehen, Liebes. Stachelbeere. Das andere habe ich leider auch nicht. Hier sind sie beide da. Liebe Bällchen.
So. Damit habe ich einmal. Wie gesagt, das hier muss ich dann noch machen. Schenke Lieblingsgeschenke. Ja. Das kommt dann auch noch. Aber erstmal kommt der Schädel jetzt. Erstmal die Hauptstory weitermachen. Wir können hier rein. Hi. Wurde aber auch Zeit. Ah, wie schön wäre es, wenn er seine eigentliche Stimme hätte. Naja, ja gut, geht halt nicht. Der Grundsprecher ist ja gestorben. Aber ich glaube, die Stimme ist ganz in Ordnung. Hallo, Tiger Katzi Tatzi. Na, sieh mal eine an. Wenn das hier da ist, ist es viel zu lange her, seit du zuletzt zu Besuch gekommen bist. Hey, Tatzi. Ich dachte schon, du würdest mich hier für immer gefangen lassen. Ja. Ha, du erinnerst dich. Also an, du erinnerst dich also an mich. Vor allem vergessen warst du einer meiner treuesten Assistenten. Als ich über dieses ganze Tal herrschte. Du übertreibst gar. Na schön, wenn du darauf bestehst und du herrschst über den Rest des Dorfes. Aber was die sonnige Ebene betrifft, weiß jeder, dass ich der rechtmäßige König bin. Ja, natürlich. Natürlich lohnt es sich nicht, hier zu herrschen, seit der Fluss ausgetrocknet ist. Was ist mit dem Fluss passiert? Ich kann nur vermuten, dass irgendetwas ihn blockiert. Das Land ist so ausgetrocknet, dass es keine Beute mehr gibt. Ohne Wasser gibt es kein Leben. Die Macht innerhalb der Säule der Pflege ist erloschen. Jetzt liegen alle möglichen lästigen, dunklen Kräfte in der Luft. Wenn das sich bald behoben wird, wird die ganze Ebene zu einem trockenen Ödland. Und das Tragischste ist, es ist alles deine Schuld. Meine Schuld? Was? Ja, das alles begann, als du das Tal verlassen hast. Aber vielleicht könntest du es mit meiner Hilfe in Ordnung bringen. Okay, warum ist die Säule ausgetrocknet? Weil sie mit dem Fluss verbunden ist, der durch die Ebene fließt. Ohne Wasser ist die Säule völlig kaputt gegangen. Und sie scheint mit allem Leben auf ihrer Ebene verbunden zu sein. Wenn eine aufblüht, tut die andere es auch. Aber wenn eine kaputt ist... sie sind also miteinander verbunden. Versorgen sich gegenseitig mit Energie in einem Gleichgewicht. Fast wie eine Art... ewiger Kreis? Ja, aber sag diesen Satz nie wieder in meiner Gegenwart. Der ganze Ärger begann, als etwas das den Fluss blockierte. Ich habe keine Ahnung, was das sein könnte. Aber ich weiß, dass es zur gleichen Zeit wie das Vergessen begann. Und nicht lange danach fielen die verfluchten Felsen auf mich, auf mein Versteck. Seitdem bin ich hier drin gefangen. Nun, war das nicht auch, als du das Dorf verlassen hast? Willst du meine Hilfe oder nicht? Ich werde dir helfen, aber du musst aufhören zu versuchen, mich zu manipulieren. Früher warst du so viel einfacher zu überzeugen. Sag mal, was du musst. Muss ich denn alles selbst machen? Finde heraus, was den Fluss blockiert. Das Wasser kommt aus dem Tiefen der Vitalis-Minen, unterhalb der Klippen auf der sonnigen Ebene. Es gibt Minen unter den Klippen. Es wurde dort abgebaut. Ich habe nicht die leiseste Ahnung, denn es hatte keinen Wert für mich. Durchsuch die Minen, bis du das gefunden hast, was den Flusslauf blockiert. Dann, und vergiss diesen Teil nicht, behebe es. Nur dann wirst du mein Reich wieder zum Leben erwecken. Und dir meine Gunst wieder verdienen. Ich bin mal gespannt, wenn Simba jemals auftauchen sollte. Wer ihm die Fräse poliert. Oh, Katzi Tatzi. Juhu, Scar! Warum war mir klar, dass es diese komischen Dinger da hinten gibt? Da. Sei gegrüßt. Habe ich irgendwas, was du haben willst? Nee, Karpfensalat. Nee, okay. Ja, nicht. Hab leider nicht. So, aber ich kann mit dir reden. Ja. So.
So, hallo Ska. Was brauchtest du? Karpfensalat, Lancet-Fisch-Paella. Paella, oh Gott. Karpfensalat. Aber ich glaube sowieso noch nicht, aber. Okay.